Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch, mit Axel und Felix. Und Annie. Nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi. Bow, bow. Hallo liebe Serienfans, Serienfreunde und Serienjunkies da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi live bei Twitch. Ihr seid in der Mittagspause, wir sind hier und versorgen euch mit neuem Serienstoff. Mein Name ist Axel, mit mir im Studio ist wie immer der Felix. Grüßt euch, hallo, hallo. Und wir haben einen besonderen Gast uns heute Abend eingeladen. Wer bist du denn? Heute Abend. Nein, wir haben gestern Abend aufgenommen, es ist aufgeflogen. Alles live. Natürlich heute Mittag, wir schreiben Donnerstag, den 4. Februar, ich hoffe, dass es richtig ist. Und wir haben uns den lieben Henning eingeladen. Hallo, hallo, hallo. Er ist unser Deutsch-Serien-Experte, Österreich-Serien-Experte, ja. Und das trifft sich sehr gut, dass du und heute... Und Gallivant-Experte, nicht zu vergessen. Gallivant, beste, wer es nicht geguckt hat, nachholen. Da habt ihr euren Plug. Ich wollte es eigentlich verhindern, aber jetzt nein, ist es passiert. Nein, das kannst du nicht. Wir haben dich aus gutem Grund heute eingeladen, Henning. Und zwar wollen wir heute ein großes Serien-Battle veranstalten. Wir wollen mal nach Deutschland und nach Österreich schauen und gucken, wer eigentlich die besseren Serien macht. Wir oder unsere Nachbarn über den Alpen. Die liebevoll Schluchtenscheißer getauft haben. Genau, da haben wir es schon. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Also Deutschland gegen Österreich, Piefkes gegen Schluchtenscheißer. So sieht es heute aus. Wir werden diese ganze Sache an drei Serien aufhängen. Und zwar erstens, morgen höre ich auf. Als deutsches Beispiel ist gerade im ZDF zu Ende gegangen. Am Samstag, genau. Genau, ist jetzt noch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Wir werden auch gleich vorab nicht spoilern, unsere drei Serien, die wir heute besprechen. Das heißt, ihr könnt beruhigt unserer Diskussion lauschen. Und außerdem haben wir zwei österreichische Serien uns ins Programm genommen. Die beiden Damen halten das schon schön hoch. Einmal Altes Geld und einmal Braunschlag. Das eine startet am 10. Februar bei Netflix, Braunschlag. War schon vorher im deutschen Fernsehen zu sehen. Und Altes Geld, sehr schön, Felix. Ja. Vielen Dank dafür. Natürlich. Startet ebenfalls am 10. Februar als Deutschlandpremiere bei RTL Crime. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, wer macht denn eigentlich die besseren Serien? Und ihr, liebe Zuschauer, was denkt ihr? Ja. Wer macht die besseren Serien? Ich habe wie immer den Chat parat, ja, zu unserer Twitch-Übertragung. Und ich werde da mal einen Blick reinwerfen, wie eure Meinung so ist. Und die können wir ja dann schön mit einbauen in unsere Diskussion zu diesem sehr brisanten Serienthema. Genau, so wollen wir es machen. Nicht wahr? Es gibt ein verbindendes Element, das alle diese drei Serien verbindet. Und das ist die Gier. Und wir deutschen Zuschauer gieren ja auch sozusagen nach einer guten deutschen Serie. Henning, haben wir diese mit Morgen höre ich auf bekommen? Ah, sehr gute Frage. Also Morgen höre ich auf, der große Aufhänger von Morgen höre ich auf war ja, dass es von vornherein als deutsches Breaking Bad angekündigt wurde. Vielleicht diskutieren wir noch mal ein bisschen darüber, was das sein soll. Aber nichtsdestotrotz war das von vornherein so ein bisschen das, was so über dieser Serie hing. Und ich glaube, das ging auch allen so. Entweder man hat es in der Serie selbst gesehen, was ich fand, konnte man. Oder man war sich einfach von vornherein von dieser Prämisse wurde schon so beeinschränkt, dass man halt irgendwie die Serie auch gleich damit verglichen hat. Mhm. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das war jetzt noch nicht so der ganz große Sprung, was vor allem an so dramaturgischen Ereignissen festzuhalten ist. Ich finde, es wurde halt vor allem verpasst, richtig gute Momente zu erzählen. Es gab Momente, die gut da waren. Ich muss sagen, die Darsteller haben mir wahnsinnig gut gefallen. Von Bastian Pastewka hätte ich das nicht so erwartet. Auch Susanne Wolf als seine Frau hat mir sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz fehlte so ein bisschen, weiß ich nicht, der Feinschliff. Einfach, es gab Momente, es gab eine Dramaturgie, aber so richtig rund wirkte das Ganze dann doch nicht. Ich fand es ja ziemlich krass, wie die Reaktionen auf die erste Folge darauf waren. Irgendwie hat jeder sich berufen gefühlt, zum Kritiker zu werden und erstmal die erste Folge zu gucken. Und ich fand auch viele Reaktionen ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich zugeben. Denn so schlecht, wie es gemacht wurde, gerade der Pilot, fand ich es jetzt nicht. Ich fand es eigentlich ganz okay, ich fand es auch ganz gut, aber was du gesagt hast, es war halt wirklich noch nicht so richtig ausgegoren. Es war, wir hatten es auch im Vorgespräch, so ein bisschen Regeldrama pur. Ne? Also jede Episode
stellt irgendwie einen Akt dar in einem großen Drama. Die Einführung, dann nimmt es ein bisschen zu, dann gibt es den großen Höhepunkt zwischendurch, dann fällt das wieder ein bisschen ab und am Ende gibt es die Katastrophe. Du kannst diese 5 Episoden, die es jetzt gab, definitiv darauf runterbrechen. Und das ist halt so ein bisschen starr und verklemmt, vielleicht auch so ein bisschen unflexibel. Und da kommt man ja vielleicht auch auf das Thema zu sprechen, dass unsere werten Kollegen aus Österreich da ein bisschen flexibler sind und halt nicht an so welchen Genre-Konventionen halt festhalten. No? Ja, lass uns doch kurz bei einem Breaking Bad-Vergleich bleiben. Also seid ihr beide der Meinung, dass dieser Vergleich, der ja vorher von einem Produzenten getroffen wurde und wo auch der Hauptdarsteller Bastian Pastewka, der ja auch so ein bisschen das Aushängeschild von Morgen höre ich auf ist, auch dann zurückgerudert hat, gesagt hat, nein, wir machen unser eigenes Ding, wir machen eine eigenständige Serie, das wird nicht das deutsche Breaking Bad, das wird einfach Morgen höre ich auf. War das für euch beide ein Nachteil, das vorher so zu machen, oder war es vielleicht sogar ein Vorteil, weil viel mehr Leute dafür interessiert haben? Ja, also ich glaube, basentechnisch war das vom Vorteil. Ich glaube, so werbetechnisch, ich glaube nicht, dass das so ein Hype hätte sonst, wenn das nicht angekündigt wurde. Ich weiß, die Bild hat sogar irgendwie News gemacht, so viel Breaking Bad steckt in Morgen, höre ich auf. Furchtbar. Also du merkst es, ja, aber ja, nichtsdestotrotz für Serien. Die Auflage Reflexion, ist extrem hoch. Ja. Bei uns kam es, glaube ich, auch ganz gut an, die Reviews, die ich geschrieben habe. So gesehen schon mal nicht schlecht. Ich finde halt, diesen Vergleich ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du den bringst, musst du ihn halt auch irgendwie halten können. Und ich finde es für mich persönlich ist eher gut, wenn dieser Vergleich vielleicht eher von den Rezensenten kommt. Also wenn man als Zuschauer sagt, ey, das hat was davon, entweder positiv oder negativ. Man kann ja auch sagen, das kann Breaking Bad nicht das Wasser halten oder das ändert mich daran. Denn es ist gut. Ich finde es halt schwierig, wenn man das von vornherein, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat, schon sagt. Ich meine, dieser Satz ist, glaube ich, schon vor anderthalb Jahren oder so gefallen. Und vor der Produktion, glaube ich. Vor der Produktion gefallen. Und das finde ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Genau, man bürdet sich dadurch ein Riesenpaket auf. Ne? Mhm. Und das kann man, diesen Erwartungen kann man eigentlich nicht gerecht werden, außer man hat wirklich ein Riesenbrett auch in der Hinterhand. Und das war jetzt nicht der Fall gewesen bei Morgen höre ich auf. Und da gibt es natürlich ein paar Probleme, auch bei unserer Wahrnehmung dann, weil man automatisch mal diese Vergleiche zieht, weil dieser Satz gefallen ist. Und da denkt man auch so, also denke ich zumindest auch ein bisschen, warum fährt man das nicht so ein bisschen runter, diese Taktik oder diese Strategie, dass man sagt, ja, lass uns lieber uns ein bisschen kleiner verkaufen, als wir sind und versuchen dann halt durch das, was wir abliefern, zu überzeugen und nicht vorher schon große Reden zu schwingen. Und dadurch bringt man sich ja selbst erst in die Bredouille, dass man halt sich die Kritik halt auf sich zieht, weil diese Vergleiche automatisch kommen, ne? Aber wäre der Vergleich nicht auch automatisch gekommen nach 10 Minuten der Pilotepisode? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber nichtsdestotrotz würde er dann halt von den Zuschauern kommen. Und ich finde, da ist immer noch ein Unterschied. Vor allem das von vornherein, wenn wir überlegen, welche Serie hat den größten auch popkulturellen Verweis, was kennt jeder, das ist Breaking Bad. Das ist sozusagen, finde ich, immer noch bis heute neben The Wire und Sopranos die Dramaserie. Sich gerade sofort das... Es gibt auch noch Mad Men. Es gibt auch noch Mad Men. Und Friday Night Lights. Vergesst nicht, come on. Sich gleich das Ding an Kahn zu fahren, so finde ich halt ein bisschen schwierig. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass es nicht die allerglücklichste, der allerglücklichste Marketing-Move war. Also gut, man kann schon sagen, ich glaube, es hat relativ gute Quoten eingefahren. Es wurde zum Ende hin ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel das Finale von Morgen höre ich auf, lief gleichzeitig zum Finale vom Dschungelcamp 2016, dem Jubiläums-Dschungelcamp. Also wir nächste Woche im Serientaxi sprechen, Leute. Freut euch drauf. Für alle Podcast-Hörer, Henning hat gerade die Faust geballt bei dem Wort Dschungelcamp. Ja, das ist so ein Dieter Bohlen-Move, den muss man da. Ich distanziere mich davon ganz eindeutig. Ich weiß nicht, ob wir Henning nochmal einladen können. Nee, auf jeden Fall sind dadurch Quoten wohl auch weggegangen, weil das einfach zu einer unglücklichen Ausstrahlungszeit lief. Das lief immer samstags, glaube ich, 21:45. Ja. Da gingen schon auf jeden Fall Zuschauer weg, was von der Quote her ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt, dass gerade Breaking Bad, Bastian Pastewka hat auch gesagt, dieser Vergleich hinkt vor allem aufgrund von strukturellen Unterschieden. Und 5 Episoden einer Miniserie können nicht mit 5 Staffeln einer geballten Dramaserie mithalten. Und ich finde, das ist auch einfach der Punkt. Ja, ja. Und ist es als Miniserie geplant oder wird es eventuell noch eine Fortsetzung? Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Also es wurde als Miniserie angekündigt. Nichtsdestotrotz, ohne jetzt zu weit spoilern zu wollen, haben wir einen Cliffhanger am Ende. Mhm. Wer weiß, was das ZDF damit macht. Ja, haben wir eigentlich schon Wortmeldungen aus dem Chat? Ich habe, also nicht direkt zu, obwohl ein bisschen was zu Morgen höre ich auf auch. Zum Beispiel von, wo ist er? Genau, Fox Daniel. Ich glaube, das ist der Daniel von Fox. Foxy Daniel, der uns immer für Walking Dead und so unterstützt, oder? Ah. Ja, ich glaube. Ja, schön, dass du uns zuguckst. Der schreibt, dass Pastewka ist und bleibt großartig
und dass er deswegen auch pro Morgen höre ich auf ist. Und ich muss auch ehrlich zugeben, du hast es auch gesagt, Bastian Pastewka ist schon wirklich eine gute Nummer in der Serie. Also ja. Mir hat er sehr gut gefallen. Jede Episode hat er sich gesteigert, auch schauspielerisch. Und ich hätte es ihm auch nicht zugetraut, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, diese Serie, die er gemacht hat, Pastewka, die mögen wir, glaube ich, alle so. Wenn die das deutsche Curb Your Enthusiasm. Ja, so, ich bin ja großer Fan. Ja. Ja. Und von daher, ich glaube, an Brisco Schneider hat es nie, gab's nie Probleme, nie was auszusetzen in dieser Serie. Ich würde auch sagen, er war das stärkste Element dieser Serie. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass er aus diesem Comedy-Bereich ein bisschen ausgebrochen ist und jetzt sowas Dramatisches gemacht hat. Man muss auch wirklich sagen, Morgen höre ich auf, ist schon eine Dramaserie. Sie hat ihre komödiantischen Elemente, würde ich sagen. Aber es ist schon so eine straight-up Dramatic Series, wenn ich das jetzt mal so denglischen darf. ja, also wir sind, wir haben positive Elemente rausgezogen. Genau, ja, ich habe nämlich gerade noch ein Gegenwort, und zwar von The Only Rest Hacks, der halt, oder die halt sagt, dass Morgen höre ich auf leider etwas überladen war und überwiegend langweilig, ein bisschen zu kompromissbereit bezüglich deutscher Sehgewohnheiten. Das ist perfekt, das oder? Ist ein sehr guter Überleitung. Deutsche Sehgewohnheiten. Also erstmal danke für die Wortmeldung. Ja. Ich glaube, da gehen wir auch einigermaßen mit. Ne? Aber jetzt deutsche Sehgewohnheiten, das passt ja perfekt zum nächsten Punkt. Was machen die Österreicher besser, Henning? Die Österreicher oder unser Paradebeispiel des Regisseurs und Autoren David Schalko machen es halt ein bisschen anders. Und zwar, genau, wir haben ja Braunschlag und Altes Geld, muss man dazu sagen, kommen beide von David Schalko. Braunschlag war ein wahnsinniger Erfolg, konnte 36% Marktanteil beim Piloten erzielen, läuft im ORF, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich ist. Was es schön vergleichbar macht für unseren Fall jetzt mit dem ZDF. Genau, in Deutschland. Das kann man sagen. Ja, und es ist halt auch eine Miniserie sozusagen, die halt aber eine ganz andere Erzählung an den Tag legt. Es wurden Vergleiche schon von unseren Lesern, ich habe es auch schon gelesen, zum Beispiel mit den Coen Brothers gezogen, was ich gar nicht mal so verkehrt finde. Es ist recht schwierig zu fassen. Ja, sollen wir jetzt mal auf den Inhalt eingehen? Oder wie machen ja, was wir kann das? Man sich denn, wir haben ja gesagt, Braunschlag startet ab dem 10.2. bei Netflix. Genau. Altes Geld kommt dann demnächst bei RTL Crime. Auch am gleichen Tag. Am gleichen Tag, also die volle Schalko-Ladung an diesem Freitag. Freitag ist es nicht, ne? Ja. Nee, Mittwoch. Mittwoch, okay, ja. An diesem Mittwoch. Was können denn Zuschauer, zum Beispiel wie ich, der halt wenig von diesen Schalko-Serien kennt oder gesehen hat, erwarten? Warum ist es denn gerade so anders im Vergleich zu dem, was wir aus Deutschland kennen? Ihr beide seid große Fans. Könnt ihr uns erleuchten? Es hat eine ganz eigene Tonalität. Es nimmt ein ziemlich skurriles Thema auf. Braunschlag zum Beispiel, da geht es darum, dass ein Dorf, ein kleines Dorf in Österreich, versucht, den großen Reibach zu machen, indem es behauptet, es gibt eine Marienerscheinung in diesem Dorf. Das ist so erstmal eine Prämisse, die schon mal außergewöhnlich ist. Die schon mal etwas ist, was wir vielleicht noch nirgends anders so in der Form gesehen haben. Altes Geld, die Prämisse von Altes Geld ist, dass ein reicher Patriarch, ein österreichischer Patriarch, der durch Nazi-Raubgeld reich geworden ist, dessen Familie reich geworden ist, eine neue Leber braucht und seine Kinder quasi in einen Wettbewerb gegeneinander schickt. Was jeder machen würde. Ja. Und sagt, wer mir eine neue Leber bringt, der kriegt mein gesamtes Erbe. Und es ist ein Milliardenvermögen. Also die sind, genau, also man muss dazu sagen, bei Altes Geld, das ist wirklich, man kann schon sagen, hyperreich. Also das ist die Darstellung dieser hyperreichen Welt, die ist schon nicht mehr realistisch, also so eine Art, ich weiß nicht, Hyperrealität oder wie man das nennen möchte, aber nichtsdestotrotz kriegt das schon so ein wirklich lebensfremde Züge. Ich fand zum Beispiel die Darstellung der Tochter, Nora von Waldstätten, hatte für mich schon etwas, also androgyn, sowas Kybernetisches schon fast. Also insgesamt kann man vielleicht sagen, dass völlig mit den Sehgewohnheiten gespielt wird. Wir haben in Braunschlag zum Beispiel dieses Dorf, was einerseits so ein sowas dörfliches Urgemütliches hat, aber es wird auch sehr gut mit dem Dialekt gespielt, aber nichtsdestotrotz passieren da halt Sachen, die halt erstens wahnsinnig spannend erzählt werden. Es gibt, die Dramaturgie wechselt sich wirklich sehr oft auf 8 Folgen, ohne dabei irgendwo den Zuschauer wegzulassen. Es werden ja auch manchmal so leicht übersinnliche Themen mit angesprochen. Es gibt sogar medienreflektive Themen, zum Beispiel, weiß ich noch, die Diskussion, die Tschach-Mutter hat, ne, warum der Gott denn einfach so viel Schlimmes zulässt. Hier werden gerade Untertitel eingeblendet. Nee, also es ist einfach auf einem sehr hohen Level, und wie du schon gesagt hast, wenn Morgen höre ich auf für so eine klassische Erzählweise steht, kann man da wirklich sagen, dass das hier gar nicht der Fall ist. Und ist das vielleicht auch der Grund, warum halt gerade sowas wie
Braunschlag und Altes Geld in den Augen vieler Kritiker wesentlich besser ist als das, was wir hierzulande so zu sehen bekommen, wie zum Beispiel Morgen höre ich auf, weil halt mit unseren Sehgewohnheiten gespielt wird und wir ein bisschen vielleicht auch vor unbequemes Fernsehen gestellt werden. Das ist ja genau das, was Schalko auch sagt. Wir haben übrigens ein sehr tolles Interview, hat unser Kollege Christian Junklewitz mit ihm geführt. Das legen wir euch alle wärmstens ans Herz. Packe ich auch nochmal in die Shownotes. Packen wir in die Shownotes, sehr gut. und er, das ist ja gerade sein Ansatz, er will ausbrechen aus diese üblichen Erzählstrukturen und er schafft es erstens mal mit ungewöhnlichen Themen, mit einer ungewöhnlichen Dramaturgie, aber auch, was ich sehr wichtig finde, mit ungewöhnlichen Figuren. Also jede Figur in Braunschlag und in Altes Geld ist wirklich eine sehr zerrissene Figur, aber auch eine sehr liebenswerte Figur. Es kommt alles, in fast jeder Figur kommt alles zusammen. Wir haben jetzt nicht den klassischen Bösewicht, wie es bei Morgen hör ich auf zum Beispiel, die Geldfälscherbande sind, deren Köpfe. Der Blaschko zum Beispiel. Und nicht den klassischen Helden, sondern die Figuren sind unheimlich komplex. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was das amerikanische Fernsehen so gut macht, dass es eben keine klar ausgestanzten Figuren präsentiert, sondern unheimlich komplexe Figuren. Und sie sind alle irgendwie liebenswert, aber auch irgendwie hassenswert. Ja. Und sie sind deswegen wahnsinnig faszinierend. Ich würde mal auf eine Meldung aus dem Chat eingehen. Ja, denn der oder die gute Rudek77 schreibt hier schon fleißig mit. Und zwar, dass zum Beispiel die Österreicher auch einen sehr speziellen schwarzen Humor haben. Ja. Und dass die sich auch mehr trauen. Und das ist ja auch so eine Sache im deutschen Fernsehen. Da, wo ich die Frage so ein bisschen in den Raum stellen will, sind wir vielleicht nicht mutig genug, wenn es darum geht, Serienkonzepte zu entwickeln? Oder sind Senderchefs nicht bereit genug, ein Risiko einzugehen? Wie zum Beispiel, ohne Frage, Braunschlag oder Altes Geld halt auch wäre. Also da lässt sich auch wieder schon wieder dieser Breaking Bad-Vergleich, finde ich, anführen. Also, dass wir überhaupt sagen, wir machen jetzt ein deutsches Breaking Bad, was quasi, wir bieten euch jetzt nicht nur irgendwas, sondern wir müssen uns auf schon Bestehendes referieren. Das ist ja... Es ist schon so ein bisschen ängstlich, ne? Ja. Und was sagt Schalko dazu? Er sagt, er will besser sein als Breaking Bad. Und ich meine, dazu brauchst du natürlich auch ordentlich Cojones, ne? Also da musst du schon, aber ja, er liefert ja dann auch ab. So. Ja. Es ist ja nicht, und wir haben ja jetzt auch schon gehört, die Amerikaner interessieren sich für beide Serien. Also es sind, laut Schalko ist für Altes Geld eine Adaption in Planung und bei ABC läuft eine Adaption von Braunschlag. Ich meine, darüber kann man jetzt glücklich sein oder nicht, aber es bedeutet ja, dass die Amerikaner schauen rüber über den großen Teich und sehen dann in Österreich zwei Serien, die sie haben wollen für sich selbst. Und ich weiß nicht, ob jemals mal eine deutsche oder ob es bald irgendwann soweit ist, dass eine deutsche Serie irgendwie adaptiert. Da würde ich gerne nochmal reingrätschen, denn man hört dich jetzt so reden, Braunschlag, Altes Geld, ihr seid ja wirklich große Fans und wir reden jetzt sehr positiv darüber. Aber man kann ja schon sagen, dass sich die deutsche Serienlandschaft in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen gewandelt hat, dass ein paar Sachen rausgekommen sind, über die wir ja auch viel berichtet haben. Mhm. Und dass da auch die Hoffnung besteht, dass in den nächsten Jahren da irgendwas irgendwie heranwächst. Ich meine, es gibt auch positive Beispiele. Viele fanden Deutschland 83 sehr gut. Club der Roten Bänder hat riesen Quotenerfolge gefeiert bei Fox. Und von daher sollte man vielleicht auch nicht zu sehr auf die deutsche Serie jetzt draufhauen. Oder seht ihr das doch ein bisschen anders? Mein Positivbeispiel, was die deutsche Serie angeht, ist für mich immer noch der Tatortreiniger, weil da was Ähnliches für mich passiert. Es sind sehr gute Drehbücher, es sind sehr gute Handlungen, die sich halt auch von normaler Handlung so wegbegeben. Du hast immer ein Kammerspiel, du hast wirklich auch Themen, die aus allen möglichen Bereichen kommen können. Das Einzige, was hier natürlich fehlt, ist wirklich das serielle Erzählformat. Ne? Du hast immer sozusagen einen, wenn man so will, Fall der Woche, ohne dass es ein Krimi ist. Aber da sehe ich noch fast die kreativste Richtung sozusagen derzeit. Aber natürlich, es ist immer so ein bisschen die Frage, was ist der Anspruch gerade? Wir sehen schon viel, was sich in eine richtige Richtung entwickelt. Zum Beispiel hatten wir Weinberg letztes Jahr als erste Mystery-Serie, Gruselserie. Das deutsche Twin Peaks. Wo man sich sagt, es ist gut, dass sich die, wir sind quasi in der Bewegung, aber wir sind noch nicht angekommen. Und dann ist manchmal die Frage, was ist der Anspruch daran? Wie viel können wir gerade überhaupt erwarten? Und wenn wir dann rüber gucken und sehen, dass da einfach ein Österreicher sitzt und sagt, True Detective, Breaking Bad, das sind Sehgewohnheiten, die sind für mich zu langweilig, ich mach's besser. Schön ein bisschen Upper Class Talk. Dann ist das natürlich Upper Class Talk, natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist es mal ein anderer Ansatz. Ja. Und das, finde ich, sollte man immer, und das, du sagst natürlich, ja, er liefert auch ab. Ich meine, Altes Geld, die Ästhetik wurde auch sehr oft positiv genannt. Sie hat manchmal was aus dem Bereich des Theaters, die Dialoge. Was hast du denn von rumgeschickt? Irgendwie der Kameramann von Altes Geld hat irgend so einen chinesischen goldenen Panda. Einen goldenen Panda. Hallo, der wichtigste chinesische Fernsehpreis in Sichuan gewonnen oder sowas. Ja,
Ja. Ich finde, was die Deutschen immer gut können, ist Comedy. Ja. Da habe ich als positives Beispiel auch Eichwald MDB anzuführen. Ja. Das waren 4 Episoden und da habe ich wirklich, die habe ich sehr, sehr gern geguckt. Komm schon, muss ich noch anregen. Übrigens auch auf Netflix sehen, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Eichwald MDB. Das sind aber alles so Sachen. Eichwald MDB war so ein bisschen was wie Stromberg, fand ich, hat sehr stark daran erinnert. Tatortreiniger würde ich jetzt als was Singuläres einstufen. Morgen höre ich auf, wissen wir ja, woher die Idee kommt. Diese Comedy-Sachen, diese halbstündigen, die können wir schon. Ja. Aber wenn es dann halt so ein bisschen mehr in diese Anspruchsrichtung geht, sage ich jetzt einfach mal, da würde ich dann schon sagen, dass es nichts Deutsches gibt, was irgendwie mit diesen beiden österreichischen Serien, die wir jetzt in den Himmel loben, meiner Meinung nach auch zu Recht, mithalten kann. Deutschland 83 war ja so ein Beispiel, wo viele gesagt haben, wo auch positive Resonanz aus USA rüberkam, wo viele gesagt haben, das ist es jetzt, das ist der Durchbruch für die deutsche Serie, war für mich persönlich überhaupt nicht so der Fall. Also da muss ich wirklich sagen, da war ich sehr enttäuscht davon, weil ich mich auch davon darüber gefreut habe, dass es sowas jetzt eventuell geben könnte in Deutschland. Ja, ich würde gerne noch eine andere Frage in den Raum werfen, die hier in dem Chat gestellt wurde. Und zwar geht das in die Richtung, was mit unseren Geldern gemacht wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Oder zum Beispiel auch, warum halt Privatsender in Deutschland so ein bisschen mit den Investitionen hinterm Berg halten und sehr vorsichtig sind. Die Frage kam jetzt von Chillix Blog. So, ich habe die ein bisschen paraphrasiert in der Richtung. Bitte. Und ich frage mich nämlich auch immer, warum geht man nicht mehr Risiken ein? Und dann denke ich immer daran, dass man uns das vielleicht als deutsches Publikum auch nicht zutraut. Also genau, das ist ein großer Punkt. Bei dem Privatsender kann ich es noch verstehen. Sie sind von ihren Werbeeinnahmen abhängig und sie müssen eben irgendwie versuchen, auf eine gute Quote zu kommen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, und das sagt Schalko zum Beispiel auch in diesem Interview, das wir schon erwähnt haben, sagte eben, warum haben die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich einen Quotendruck? Sollten sie nicht viel eher was anderes haben? Sollten sie nicht eher Dinge von gesellschaftlicher Relevanz irgendwie einbringen oder sollten sie auch mal unbequeme Themen ansprechen? Also so wie er das eben macht. Ich meine, in seinen Serien spiegeln sich ja auch viele gesellschaftlich relevanten Themen wieder, zum Beispiel diese Nazi-Sache und sowas in Altes Geld. Und da stellt sich eben irgendwie so eine Königsfrage. Was ist die Aufgabe des Fernsehens, würde ich sagen? Das ist eine der Königsfragen. Beantwort die mal bitte jetzt, Henning. Jetzt die definitive Antwort von Henning Harder im Serien. Bitte alle mitschreiben jetzt. Die Aufgabe. Ja, das ist natürlich das eine. Wir haben aber gerade über Sehgewohnheiten gesprochen. Und ich weiß auch, dass das hat David Chalko auch gesagt, und das höre ich auch immer wieder, dass es dafür auch in Österreich eine andere Tradition des Humors gibt. Wer die zum Beispiel kennt, die Brenner-Filme mit Josef Harder, das sind das sind sehr düstere Krimis mit sehr schwarzem Humor. Ja, diese Paradies-Trilogie, kennt ihr die? Die ist auch so ein bisschen sehr skurril. Ja. Sag mir jetzt nichts. Ja, die ist wahnsinnig deprimierend. Ja. Also. Und also es wird auch gesagt, dass es da auch einfach kulturell vielleicht einen anderen Background gibt. Ich meine, das Braunschlag, ich finde das Thema ist wirklich sehr absurd, dass das eine Spitzenquote von 36% kriegt. Vielleicht auch eine Frage davon, was die Zuschauer da sich anschauen und erwarten. Also haben wir Deutschen keinen Humor. Das frage ich mich nämlich auch so ein bisschen. Wenn ich nämlich die österreichischen Sachen angucke, dann ist immer so eine gewisse Art von Selbstironie oder sehr spezieller Selbstironie dabei. So eine Self-Awareness, wenn man das mal so sagen kann. Dass sie halt genau wissen, woher sie kommen und wie sie ticken und dass sie halt mit dieser Art auch spielen, mit ihrer Mentalität. Und dass der Deutsche da so vielleicht so ein bisschen im Vergleich etwas verklemmt ist und vielleicht auch nicht so offen über sich lachen kann, wie jetzt vielleicht der Österreicher. Oder dem Österreicher ist es einfach egal, wie komisch er auch ist in den Augen von anderen Leuten und macht daraus eher eine Tugend. Ich finde, es spiegelt sich auch sehr gut in der Sprache, vor allem in Braunschlag nieder, die ja sehr regional gefärbt ist, also wo man als deutscher Zuschauer jetzt auch nicht unbedingt jedes Wort versteht, das da gesagt wird. Also es ist sehr witzig, es macht sehr viel von dem Charme dieser Serie aus und dann gucke ich mir Morgen höre ich auf an und da spricht jeder einzelne Charakter, spricht kristallreines Hochdeutsch. Ne? Und es spielt in Hessen, es spielt in Frankfurt, es macht Sinn, weil es die Finanzzentrale von Deutschland oder Europa ist. Aber es spielt in Bad Nauheim, ist glaube ich ein mittelgroßer hessischer Ort und da könnte man doch dann auch zumindest bei Nebenfiguren so ein bisschen Lokalkolorit reinbringen. Das ist, Aber diese hessische Mundart schreckt ab. Allein wenn du mal hört ja mir auch schon seit 2 Jahren wenn du mal deine Pfälzer Sprichwörter rausholst, dann schalte ich auch ab.
Ja, Hessen und die Pfalz, das verwechselt man gerne. Ist ein großer Brei. Aber da würde ich, glaube ich, eher sagen, das ist das eine, dass man diese Sprache verwenden kann. Ich würde aber eher sagen, dass David Schalko diese Sprache nicht nur verwendet, sondern die auch wirklich damit was Besonderes macht. Also es ist ja nicht nur, dass die Leute jetzt so sprechen, wie man da spricht, sondern dass diese Sprache wieder im Rahmen der Inszenierung für etwas steht. Mhm. Und zum Beispiel total im Kontrast zu diesen übersinnlichen Ereignissen in dem Dorf stehen. Mhm. So wie die theatralische Sprache in Altes Geld halt auch wieder total für diese Upper Class stehen und somit auch also es ist ja nicht authentisch, oder es ist halt authentisch, aber im Rahmen der Erzählung bekommt es halt auch noch mehr. Und das ist natürlich. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was gerade ist oder was passiert ist. Wir haben jetzt so ein bisschen Zeit und jetzt kommt was relativ Spontanes von mir, weil das haben wir nicht abgesprochen, aber ich sehe eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage. Und zwar schreibt Palma Dixon hier, eine Tatortstadt, eine Soko-Stadt und eine Polizeiruhstadt weniger und dafür mal eine spannende Serie entwickeln. Wieso nicht mal deutsche Science-Fiction, Fantasy oder Action-Serie? Oder einfach wirklich eine gute Dramaserie ohne DDR und Erster und Zweiter Weltkrieg. Das ist nämlich und sehr schön, ja. Und jetzt können wir manchmal ein bisschen spekulieren, was könnte denn noch kommen? Ich habe gerade hier Science-Fiction-Serie gelesen und dachte so ein bisschen an den guten Tom Tykwer, der zusammen mit Netflix ja auch schon seit einer Zeit an diesem Babylon Berlin arbeitet. Mit Sky. Mit Sky und die erste Co-Produktion von Sky, das erste, aber das hat ja leider nichts mit Science-Fiction zu tun. Ich dachte immer. Nee. Also das ist eine Detektivgeschichte in Berlin der 1920er Jahre. Da haben wir es wieder. Gut, da haben wir das Problem. Krimi. Ja, es sind die 20er Jahre, ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber ist halt natürlich wieder so ein Retro-Ding. Ne? Ja. Also ich weiß, dass Christian stellvertretend für Christian, führt er an diesem Punkt immer ganz gern die Briten als Vorlage auf, die halt mit Doctor Who, die halt eigentlich auch nicht aus so einer Erzählweise kommen, aber mit Doctor Who. Professor Wehr. Nehmen wir dann. Genau, halt. Das geschafft haben. Die haben halt mit wenigen Mitteln haben die halt eine Science-Fiction-Serie geschaffen, die bis heute noch Bestand hält und die halt immer noch geguckt wird. Und damit halt auch irgendwie die Sehgewohnheit des übersinnlichen der übersinnlichen Serie da auch irgendwie eingeführt. Ich meine, wir haben Cobra 11, wir haben eigentlich eine sehr gute Action-Serie. Sorry. Als sehr gutes Beispiel, wenn wir schon in andere Länder gucken, außer Österreich, wäre noch Frankreich zu nennen mit Les Revenants. Eine knallharte Genre-Serie, oder Mister-Serie. In Italien Gomorra, eine wunderbare Mafia-Serie. Ja. Und sowas wünsche ich mir auch ein bisschen für Deutschland. Ich weiß, wir haben irgendwie die Narren gefressen an unserer eigenen Geschichte, gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Irgendwelche DDR-Thematiken. Wir haben Weißensee. Hallo Nadja. Deutschland 83 und hast du nicht gesehen, ne? Und das Ding jetzt, das in den 1920ern spielt, passt ja auch so ein bisschen diese Erste Weltkriegsthematik mit rein und diese Zwischenzeit Weimarer Republik. Aber mal irgendwie wirklich was zeitgemäßes, was vielleicht mal kein Krimi sein muss, sondern ich weiß nicht. Irgendwie. Aber ich muss sagen, dass die jüngsten Wortäußerungen von Verantwortlichen bei den Öffentlich-Rechtlichen da nicht besonders viel Mut machen, muss man sagen. Also Christian hat da auch öfter schon Interviews rumgeschickt, wo er dann irgendwie so Facepalm-mäßig irgendwie was dazu geschrieben hat, wo es dann irgendwie heißt, ja, wir sind zufrieden mit unserem Programm, wir machen gute Quote, Tatort am Sonntagabend läuft besser als je zuvor, die Volksmusik am Samstagabend läuft besser als je zuvor. Team Borg. Atemlos. Okay. Aufhören. Jetzt haben wir es alle, für jeden, für immer. Dschungelcamp, also. Helene Fischer, Andi Borg, finden alles weiter. Naja, auf jeden Fall. Bist nie wieder da. Sieht es wohl nicht besonders gut aus für die deutsche Serienlandschaft. Und auch wenn man sich jetzt ansieht, wir bräuchten vielleicht mal so einen Hit wie Braunschlag, ne? Dass es mal so einen Weckruf gibt in Deutschland, der dann durch diese Amtsstuben geht, kann man ja fast schon sagen. Durchfegt wie so ein Tornado. Es ist aber trotzdem auch komisch. Also für mich ist das der Tatortreiniger wirklich noch zu einem gewissen Punkt, weil der wirklich auch nicht nur ein Kritikerliebling ist, sondern mittlerweile auch eine Quote bringt. Ja. Nichtsdestotrotz läuft der, ne, wie wir selber wissen aus unseren redaktionellen Arbeiten, unter ferner Liefen. Genau, also der läuft meistens immer so zu Weihnachten, Neujahr, nicht regelmäßig, zu später Stunde. So, also da merkt man, hat man auch das Gefühl, dass manchmal auch die Leute, die das Programm gestalten, sich denken, verhunzen die auch ihre eigenen Serien sozusagen, indem sie einem, ich meine, wie gesagt, Morgen höre ich auf, hat die Quote an das Dschungelcamp auch abgegeben, wo man sich auch fragt, ja, wie positioniert ihr denn eure Serien? Bestes Beispiel ist auch Im Angesicht des Verbrechens. Das war ja auch so lange Zeit die deutsche Serie, die da mithalten kann. Und die wurde auch versendet irgendwie freitagabends im Abend- bis Nachtprogramm von der ARD und hat dementsprechend schlechte Quoten eingefahren. Eine Sache noch, ich glaube, die Zeit drängt, wir sind gleich durch, aber hier kommt noch mal eine kleine Meldung von Dr. Merlin, und zwar zu der Frage Netflix-Produktion in Deutschland. Wir wissen, dass Netflix wirklich weltweit gerade ein bisschen auch am Gucken ist, was für Serien man machen kann, auch spezifisch für die
Länder und für die Menschen, deren Sehgewohnheiten in diesen Ländern. Und mein letzter Stand war auch, dass man nach wie vor sucht, dass nach wie vor überlegt wird, was kann man denn in Deutschland vielleicht machen, was das deutsche Publikum auch wirklich guckt. Sagen man sie sieht halt, ja, in Frankreich kommt jetzt dieses Marseille-Ding mit Gérard Depardieu. Dann, ja. dann, also sie gucken schon ein bisschen auf den europäischen Markt. Aber was Konkretes, mein bisschen nach vor, steht ist noch nicht aus. Da. Ja. Ja. Sie sagen gerne, das sind Lippenbekenntnisse, ja, wir wollen natürlich eine deutsche Serie machen, ne? Aber dann treffen sie vielleicht auch eher auf die bisschen eingefahrenen Strukturen. Aber man kann auch sagen, sie akquirieren halt viele deutsche Serien. Tatortreiniger kann man bei Netflix sehen, Eichwald hast du gesagt, Braunschlag, gut, österreichisch, deutschsprachige Serien, sagen wir es so. Also von daher, da könnt ihr euch definitiv mal ein bisschen was anschauen und auf den Geschmack kommen. Genau, schaut die von uns empfohlenen Sachen, sind alle online verfügbar. Altes Geld zum Stream leider noch nicht, da müsst ihr RTL Crime bezahlen. Oder wer es schon hat, schaut es euch an. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, Henning, dass du da gewesen bist. Danke auch an den Chat für die sehr rege Beteiligung. Das war wunderbar. War super. Sehr schöne Fragen waren dabei gewesen. Hat uns Spaß gemacht. Entschuldigung, wenn ich nicht alle vorgelesen konnte oder ein bisschen Felix, wird besser. Ein bisschen was umgemurschelt habe, aber ich war sehr zufrieden mit eurer Beteiligung. Wir sehen uns nächste Woche im Serientaxi, Leute. So sieht's aus. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.